Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Comment Age of Empires 3. Und ja, man sieht ja schon, erstens, ich bin alleine wieder. Vincent ist im Moment im Urlaub, deswegen nehme ich es gerade hier alleine auf und tut mir schon mal leid, dass dieses Video jetzt auch wieder so spät kommt. Aber ich habe es nicht geschafft, vorher aufzunehmen. Das ist auch ein etwas anderes Let's Comment, als wir es normalerweise kennen. Und zwar ist das jetzt ein Spiel, was wir vorher aufgenommen haben, schon wirklich, aus meiner Sicht jetzt. Und ja, eigentlich war es ein Let's Play, aber ich habe es leider irgendwie ein bisschen verhauen, so dass ab der Hälfte des Let's Plays der Ton weg war, und deswegen habe ich dann gedacht, man könnte daraus vielleicht doch noch ein Let's Comment machen, dann haben wir das Gameplay-Material wenigstens noch. Fand ich ganz schön, weil das Spiel hier sogar ganz gut gelaufen ist. Ich spiele gerade mit den Osmanen, was Vincent genau spielt, weiß ich nicht so wirklich. Sehen wir bestimmt gleich auch noch. Im Moment versuche ich halt Fast Fortress zu spielen. Und ich habe in diesem Spiel sogar daran gedacht, einen Marktplatz zu bauen, was schon mal, ja, ziemlich gut ist, würde ich sagen. Das habe ich im letzten Spiel nicht geschafft, weil ich brauchte keine Rohstoffe von Vincent. Ich habe auch ein paar Themen für dieses Let's Comment jetzt vorbereitet. Das Gute ist ja beim Let's Comment, dass man sich ja nicht so konzentrieren muss. Und sich dann wahrscheinlich Zeit finde, irgendwie mehr über Themen zu reden. Und ich werde das Let's Comment wahrscheinlich auch ein bisschen anders schneiden, als ihr es normalerweise gewohnt seid. Also, es kann sein, dass es etwas anders ist. Ich hoffe mal, daran gewöhnt man sich. Also, ist nicht schlimm, weil der Anfang dann doch teilweise etwas langweilig sein kann. Und im Let's Comment zwar ganz gut ist, um irgendwas zu reden, aber das Video wird sich dann so in die Länge erstrecken, weil es schon eine etwas längere Partie ist. Deswegen werde ich wahrscheinlich ein bisschen mehr schneiden, als es normalerweise gewohnt ist. Und ich hoffe einfach mal, dass es nicht allzu schlimm ist. Vorab kann ich schon mal sagen, für das nächste Let's Comment, das wird nämlich auch bald kommen. Vincent ist ja auch bald wieder da. Es kann sein, dass nochmal ein Video bald von mir kommt. Wir haben ja gesagt, dass wir keinen Upload-Plan mehr haben. Wir werden jetzt so random Videos bringen, einfach wenn wir Zeit und Bock haben. Weil wir das auch irgendwie wichtig an YouTube finden, dass man wirklich nur Videos macht, wenn man Lust hat. Und nicht in dieser Situation ist, dass man denkt, ja scheiße, ich muss jetzt noch ein Video aufnehmen und dann habe ich doch keinen Bock eigentlich da drauf. Deswegen, ja, kommt das Video jetzt reichlich spät. Dafür halt, wie gesagt, mehr Schnitt drin, es wird ein Thumbnail dabei sein und sowas, also ein bisschen mehr Bemühungen dieses Mal. Und jetzt fange ich auch langsam an zu agen. Ich zweifle erst noch, was ich nehmen möchte, aber letztendlich nehme ich dann doch die 400 Holzeinheiten, weil ich dann damit schon sofort eine Kaserne bauen kann. Ich kann mir Häuser bauen, ist ganz praktisch. Und ja, ich hole mir keine Schiffslagerung aus dem ersten Age, weil ich mir lieber fürs zweite Age auch sparen wollte. Und irgendwie hat das mit meinem Kundschaft jetzt noch nicht so geklappt. Ich habe ja eben so wie wild auf der Map herumgeklickt, aber es hat irgendwie doch etwas gefailt. Und ja, da sind wir jetzt als arbeitslos. Mir fällt ja auf, dass wir ziemlich wenig Herden haben und ziemlich wenig Bisonherden. Bisonherden sind wir eigentlich immer ein bisschen lieber als Gazellen, weil die mehr Essen geben und langsamer sind. Aber da oben ist ja noch eine große. Und ja, ich konnte immer noch nicht feststellen, was Vincent gerade genau spielt. Aber lass uns davon überraschen. So, jetzt habe ich auch die Siedler von dem Gelben entdeckt. Leider sind Dorfzentrum noch nicht. Aber ich bin jetzt auch schon gleich im nächsten Age. Nochmal vielen Dank, wir spielen ja auch gegen einen Abonnenten und zwei Strategen 178, man sieht es vielleicht, der ist auch bei uns im Clan drin. Wenn ihr bei uns in den Clan wollt, könnt ihr uns einfach anschreiben, wenn wir irgendwann auf Age Online sind. Kommt mittlerweile nicht so viel vor, aber wird sich bestimmt auch mal verändern. Und ja, man sieht ja schon, mittlerweile sind alle, außer dem Strategen, im zweiten Age. Vincent gerade erst so knapp. Und die Besonderheit ist jetzt, dass ich mit den Punkten vorne liege. Ich habe mehr Punkte als Vincent. Das wird sich bald aber ändern, weil er jetzt massig Siedler ausbilden kann und ich halt durch die Osmanen ein bisschen eingeschränkt bin, obwohl ich schon die Erweiterung gekauft habe. Außerdem habe ich mir gerade auch schon die Schiffslagen von 700 Nahrung und 700 Gold geholt. Das würde ich kann mir jetzt wahrscheinlich gleich schon die Janitschare machen. Und wenn ich davon genug habe, werden wir sehr wahrscheinlich einen Angriff starten. Vincent hat mittlerweile noch keinen Handelsposten genommen. Bei denen ist es nicht ganz so sicher, weil wir mittlerweile schon etwas länger da nicht mehr waren. Man sieht schon, ich baue jetzt Häuser. Ich habe jetzt leider mich etwas verschätzt. Jetzt haben wir, glaube ich, soweit ich weiß, nicht mehr genug Holz. Wir haben 150 nur noch. Das könnte etwas kompliziert werden.
eine Kaserne zu bauen. Meine Kundschaft da schicke ich jetzt nochmal einmal da lang, um ein paar Siedler vielleicht zu finden, die Bisons jagen, Gold abbauen oder irgendwie sowas. Und ja, irgendwie habe ich mir auch keinen Schlenker zu Vincent drüber gemacht. Das ist etwas schade, weil ich jetzt nicht sagen kann, womit er spielt. Sieht man wahrscheinlich eh im Thumbnail später, aber gerade ist es noch relativ schlecht zu sagen. Aber ich werde jetzt einfach mal diese Gelegenheit ergreifen und mal kurz ein paar Informationen reinballern hier. Und zwar würden wir gerne für das nächste Commentary, was ja auch irgendwann bald kommen sollte, gerne ein paar Fragen haben von euch, die ihr uns irgendwie stellt. Irgendwas. Schreibt irgendwas in die Kommentare, was ihr irgendwie von uns wissen wollt. Wir werden es beantworten im Video. Finde ich ganz cool, so ein Mini-FAQ. Also könnt ihr wirklich gerne mal machen. Finden wir ganz cool. Haben wir halt ein bisschen Stuff, ja, worüber wir reden können. Wir wollten auch über die E3 reden, aber damit warte ich lieber noch auf Vincent, auch wenn es dann nicht mehr ganz so aktuell ist. So, jetzt bewege ich mich auch langsam mal mit meinem Kundschafter. Da unten sieht man es vielleicht in Richtung des Handelsposten und gehe jetzt auch schon ins dritte Age. Mit den Punkten sind wir denen schon deutlich überlegen. Wir sind beide besser als sie gerade und ja, wir haben gerade entdeckt, die haben einen Indianer ins Posten sich geholt. Bin ich ja nicht so der Typ für, wenn ich ehrlich bin. Ich kann mit den Indianern überhaupt nichts anfangen hier. Aber jedem das seine. Wahrscheinlich hat man gerade schon gesehen, was Vincent für eine Nation hat, aber ich habe es gerade noch nicht gesehen, weil ich scheinbar entweder zu inkompetent dazu bin oder einfach nicht genug aufgepasst habe. Aber Hauptsache ist, wir sind jetzt gleich schon im dritten Age. Das heißt, wir können uns die Falconette schon holen, meine ich. Also ich weiß. Oder Janitschare zum Beispiel auch. Ich weiß jetzt nicht an dieser Stelle, warum ich mit meinen ganzen Rohstoffen, obwohl ich bräuchte eigentlich Gold. Ja, also jetzt kommen die zwei Falconette. Ich weiß leider nicht, warum ich mit meinen Rohstoffen mir keine Janitschare bauen wollte. Das ist mir ein Rätsel. Und jetzt kommt auch erst die Kaserne, was auch recht spät ist. Ich habe ja eben erwähnt, dass ich etwas zu wenig Holz mir geholt habe. So, meine Falconette sind jetzt auch da. Das bedeutet, wir könnten gleich schon zum Angriff übergehen. Ich würde jetzt gerne noch auf die Veteranen-Janitschare aufrüsten, dann brauche ich wieder Holz. Und das ist etwas blöd immer, weil ich auf Holz nicht so viel achte. Jetzt will ich irgendwie, glaube ich, einen dummen Handel im Marktplatz abschließen. Ich hoffe mal, dass mein Vergangenheits-Ich das nicht tut. Die Aufnahme ist schon etwas länger her. Ich hoffe mal, dass das nicht so schlimm ist. Die war an dem gleichen Abend, wo auch das letzte Video, das Let's Play, war. Deswegen haben wir auch die gleichen Völker, glaube ich, drin. Ich weiß nicht, ob Vincent das gleiche Volk drin hat. Das werden wir gleich sehen. Und jetzt hole ich mir die Fissile einfach, weil ich Holz haben möchte. Und ja. Ich brauche Häuser, ich brauche Veteranen-Janitschare. Das ist im Moment ein bisschen blöd. Mittlerweile hat auch Vincent das dritte Age erreicht außerdem. Und mit den Punkten bin ich jetzt etwas zurück, was ich ja auch erwartet habe, weil ich, wie gesagt, keine Siedler jetzt so gut ausbilden kann. Ich muss mir Erweiterungen kaufen. Die kosten auch wieder Holz. Deswegen habe ich gerade überlegt schon, ob ich vielleicht mit den Janitscharen ein bisschen mehr mit den Osmanen ein bisschen mehr auf Holz gehen könnte. Und man sieht schon, Vincent wird da unten angegriffen, jetzt muss ich ihm zur Hilfe eilen. Sind nur ein paar Reiter, deswegen kann ich die Falconette auch bei mir lassen. Das wäre nur Selbstmord für die. Und Vincent kann den Angriff, glaube ich, auch ganz gut abwehren. So, jetzt versuche ich gerade mal das Holzproblem zu lösen, indem ich ein paar Siedler zu den Bäumen schicke. Drei Stück. Ich brauche eigentlich noch mehr Holz, deswegen sende ich noch einen los und lege den Sammelpunkt des Dorfzentrums auch mal in den Bäumen da fest. Aber ja, in Chaos sind jetzt auch leider etwas zu spät bei Vincent angekommen. Deswegen werde ich mich jetzt damit wieder zurückziehen. Vincent hat die Situation einigermaßen unter Kontrolle gehabt, deswegen ja, war es nicht weiter vonnöten, dass die da sind. Und man hat jetzt wahrscheinlich schon wieder gesehen, was Vincent hat für eine Nation. Ich habe es immer noch nicht gesehen, weil ich gerade nebenbei versuche zu kommentieren und es dann schwer ist, auf die Flagge da zu achten. Aber jetzt hole ich mit den Rohstoffen langsam auf. Den roten habe ich schon überholt. Und es wird eventuell auch nicht mehr so lange dauern, bis ich den Strategen auch schon eingeholt habe. Das habe ich meine Holzpunkte erstmal für ausgegeben, um mein Haus zu bauen, damit ich an Scharen vor allem auch weiter Siedler produzieren kann. Was ja relativ schwer ist. Jetzt werde ich auch mal mein Siedler-Limit hochsetzen, weil ich es gerade gemerkt habe, es stockt. Ich habe 25 Siedler von 25 Siedlern. Das ist auch etwas blöd immer bei den Osmanen. Und eigentlich mag ich es lieber, wenn man sich die Siedler selbst machen kann. Weil, ja, ich weiß nicht, das ist mir irgendwie angenehmer, wenn man dann besser unter Kontrolle hat, was man macht. Aber okay.
So, jetzt fordere ich die Wirtschaftstheorie an. So, jetzt mal sie ja sammeln jeden Rohstoff, glaube ich, 5% oder 15%, ich weiß es nicht genau, schneller. Das ist ganz praktisch, weil ich jetzt, wie gesagt, Holz brauche und ich werde mir jetzt auch die Upgrades im Marktplatz holen. Würde ich mir normalerweise nicht holen, aber das ist ein bisschen eine verzweifelte Lage gerade. Wir können jetzt auch nicht so früh angreifen, das Gute ist bloß, dass unsere Gegner noch nicht im nächsten Age sind und wir mit den Punkten immer noch führen, auch wenn ich nicht ganz so gut bin wie der Stratege. Und ja, das Problem bei diesem Video ist ja auch wieder, man hat keinen Ton. Das fällt mir jetzt gerade erst so auf, weil ich beide Audiospuren leider gleichzeitig aufgenommen habe. Und deswegen kein Ton vorhanden ist, zumindest was die Age of Empires Sounds angeht. Das tut mir auch leid. Ich hoffe mal, ich finde irgendwas Gutes an Musik, was ich hinterlegen kann, damit es nicht ganz so karg wirkt. Und ja, meine kleine Privatarmee wird langsam immer größer. Vincent breitet sich auch schon immer weiter aus und ich werde jetzt einen kleinen Angriff auf Rot wagen. Derweil wird Vincent aber auch schon angegriffen von einer relativ großen Armee mit Korsaren und Reitern. Nee, Korsaren sind es gar nicht. Jetzt bin ich schon komplett durcheinander. Es sind keine Korsaken. Ich weiß gerade ehrlich nicht mehr, wie die heißen. Und ich weiß, dass es die ganz normalen Kavallerieeinheiten sind. Aber mir fällt es gerade nicht mehr ein. So, man sieht aber, Vincent spielt mit den Portugiesen. Jetzt habe ich es endlich hingekriegt. Und es sind Husare, so. Vincent wird jetzt also von den Husaren angegriffen und die werden jetzt versuchen, meine Geschütze zu zerstören. Dafür müssen sie aber jetzt leider etwas zurück. Und nee, sie machen es sogar gar nicht. Sie ziehen sich zurück. Ich schicke schnell meine Janitscharen auch zu meinen Geschützen zurück, damit die nicht irgendwie von oben wieder angreifen können und die Geschütze dann auseinandernehmen. So, und jetzt versuche ich, meine Siedler wieder schneller auszubilden mit einem Upgrade. Vincents Siedler werden derweil abgeschlachtet da oben. Bewegen uns also ziemlich schnell dahin. Ich habe mir langsam ins Gewissen geredet, dass ich die Geschütze eigentlich nicht mitziehen sollte, aber das ist jetzt noch unvorsichtiger, weil ich die jetzt ganz alleine da oben stehen lasse. Was relativ dumm ist. Und ich werde jetzt was tun dafür, dass ich ein bisschen mehr Münzen produziere, um mehr Janitschare ausbilden zu können. Ich habe mittlerweile ja 3500 Nahrung. Und ja, jetzt ist erstmal die Suche nach neuen Goldminen gefragt. Eine ist gefunden hier in der Nähe. Die anderen sind alle weiter weg und ich will nicht so weit mich eigentlich von meinem Lager entfernen, so gerne. Und das mit den Janitscharen, mit den 10, die ich jetzt ausbilde, kostet auch ein bisschen Überwindung, weil ich halt generell ein ziemlich niedriges Siedlerlimit habe. Und ich jetzt, insofern ich keine Häuser baue und nicht noch mehr Siedler ausbilden kann, und mich leider jetzt komplett auf den Angriff konzentriere, mittlerweile sind auch alle im dritten Age. Und ja, Vincent und ich ergreifen jetzt hier die Offensive auf Rot, weil ja, der nervigere von den beiden ist. Wir können die einschätzen, ob Gelb jetzt schlechter ist, aber weil Rot so viel Kavallerie hat und wir uns mit den Siedlern irgendwann auch von unserem Dorfzentrum wegbegeben müssten, war es dann doch die etwas schlauere Variante, jetzt lieber schnell Rot auszuschalten, um zumindest vor den Indianerkriegern Ruhe zu haben. Ich bin etwas confused da gewesen, weil ich nicht wusste, was die indianische Botschaft genau macht. Das ist ein Gebäude, was ich noch nie gebaut habe. Ich glaube, man kann damit die ganzen Upgrades und Indianerkrieger holen. Aber ich bin mir nicht sicher. Zumindest hätten wir uns eigentlich darauf festlegen sollen, den Handelsposten zu zerstören, indem er die ganze Zeit die Indianer ausbildet. Aber das haben wir irgendwie nicht gemacht. Ich weiß auch nicht warum. So, und man sieht hier schon gut, der Angriff schlägt in keinem Fall fehl. Wir reißen auch ziemlich viel raus, aber jetzt werden meine Geschütze von hinten angegriffen, von Musketieren. Und ja, sie können sich überhaupt nicht wehren. Vincent schickt seine Leute leider auch nicht vor meine Geschütze, sondern lässt sie hinterstehen, was etwas kontraproduktiv war. So habe ich beide Falkonette verloren. Dennoch werde ich versuchen, jetzt hier gerade ein paar Dorfbewohner von dem Roten zu töten und danach sein Dorfzentrum niederzureißen. Vorher gucke ich noch ein bisschen, ob hier irgendwo noch Siedler sind, aber er hatte nichts, keine Mühlen, keine Minenplätze mehr, gar nichts.
Und ja, man sieht, wir wurden da unten etwas besiegt. Wir müssen jetzt ziemlich nachrücken. Das heißt, ich gehe ins vierte Age, damit ich mir Wachleute machen kann und versuche auch gleich meine Siedlerproduktion aufzubessern. Jetzt überlege ich, ob ich lieber Janitschare bauen sollte. Und ja, ich baue Janitschare und habe eine Schiffswährung frei, mit der ich mir aber später lieber Fabriken holen wollte, als mir jetzt irgendwelche zusätzlichen Upgrades für meine Truppen zu holen. Und Vincent wurde ja oben auch schon in Grund und Boden gestampft. Mittlerweile noch die 15 Janitschare über, die jetzt gerade das Dorf sind, von ihm niederreißen. Die Vermutung liegt nahe, dass er jetzt gerade zu Gelb rüber geflüchtet ist. Das heißt, wir müssen es gleich mit zwei Leuten in einem Lager aufnehmen. Was wegen Platzproblemen für die beiden etwas ein Nachteil sein könnte. Und ich weiß, ich versuche jetzt gerade statt da oben die Armee von dem Gelben noch anzugreifen, erstmal die Häuser niederzureißen. Ich werde einfach, dass der Rote nicht die ganzen Häuser hier stehen hat und dann sich immer mehr Siedler bauen zu können, wieder in der Base vom Gelben. Aber Gelb hatte Langbogenschützen, ich hatte keine Chance. So, jetzt werte ich auch noch meine Siedler auf, einfach damit ich eine schnellere Siedlerproduktion habe und versuche mal weiter Janitschare auszubilden. Jetzt, weil so viele gestorben sind, habe ich jetzt wieder massig Bevölkerungspunkte frei und die will ich natürlich auch alle ausnutzen. Derweil wird meine Armee da unten auch ziemlich auseinandergenommen von den Langbogenschützen. Ja, ich kann mich nicht wirklich wehren, ich versuche einfach so viele Musketiere vom Gelben noch mitzunehmen, wie es irgendwie geht, aber da unten ist es auch geklärt. Dafür bin ich aber jetzt als erster schon im vierten Age. Und mit den Punkten bin ich auch wieder über im Roten. Kann sein, dass es daran liegt, eventuell, dass wir das Dorf von ihm auseinandergenommen haben. Und ja, ich komme erst jetzt auf die Idee, eine zweite Kaserne zu bauen. Das ist etwas schlecht. Aber nun gut. Ich habe auch ziemlich viel Siedler im Moment auf Holz. Und da kommt die erste Fabrik. Wenn die da ist, dann werde ich mich wahrscheinlich, was Wirtschaft angeht, schon ziemlich verbessert haben. Bis dahin ist zumindest gerade der Rohstoffstand nicht der allerbeste. Dafür bin ich mit den Punkten ziemlich zufrieden, dafür, dass ich so lange nicht mehr gespielt habe. Das ist ja mein zweites Spiel, glaube ich, nach 4 Monaten Pause oder so. Und jetzt habe ich auch die Gelegenheit ergriffen, mir eine zweite Fabrik zu holen. Es wird quasi später in der Wirtschaft explodieren. Janitschare kann ich mir leider noch nicht leisten, auf Wach aufzurüsten, weil ich einfach viel zu wenig Holz habe. Und an Gold mangelt es mir auch noch, deswegen setze ich im Moment eher auf Quantität statt auf Qualität. Natürlich nur bis die Fabrik da ist. Mit der kann ich genug Holz und genug Gold produzieren, wenn ich beide habe, um auch die Wachaufrüstung irgendwann zu vollenden. Und jetzt versuche ich gerade, den Handelsposten des Gegners zu suchen, indem man hier Indianer ausbildet. Leider ist es nicht der, den ich gerade angesteuert habe. Und ja, jetzt rüste ich auch schon die erste Fabrik auf, die zweite ist ja auch schon gleich da. So, jetzt versuche ich gerade den Roten erneut anzugreifen. Vincent ist leider nicht da, der kommt gleich etwas später hierzu, glaube ich noch. Ja, da oben ist er. Ich habe mir auch mittlerweile schon die zweite Fabrik gegönnt und aufgebaut. Man sieht gerade, ich verbessere noch die Nahrungsproduktion. Einfach weil ich jetzt mittlerweile viel mehr Gold habe, das ist etwas angebalanced, weil ich jetzt 3000 Gold habe und 16 Siedler auf Gold habe. Ich hätte eigentlich ein paar zumindest auf die Holzproduktion schicken sollen. Und ja, hier versuche ich jetzt gerade erstmal die Falkonette aus dem Weg zu räumen. Das sind ja die wohl größten Bedrohungen gerade. Vincent hat auch eine Orgelkanone, das will, der fetzt schon mal ziemlich viele Musketiere damit weg. Und Falkonette hat er jetzt auch nicht mehr. Das heißt, wir können uns komplett auf seine Infanterie konzentrieren und ich muss jetzt auch unbedingt Truppen nachbilden und eine Fabrik auch auf Holz umstellen. Oder nicht. Ich hole mir die Rohstoffe einfach beim Marktplatz. Genug Gold habe ich ja. Dabei bilde ich auch weitere Janitschare aus und da unten sieht man auch schön, dass Rot Kürassiere gemacht hat, was uns gar nicht gefällt. Aber mit meinen Janitscharen stehe ich doch relativ gut gegen die. Ich habe auch gerade mit dem Gedankenspiel jetzt schon sofort mir eine Fabrik zu bauen, aber ich. Eine Fabrik nicht, eine Geschützgießerei zu bauen. Aber ich mache es lieber doch nicht, weil ich ja sehe, dass zumindest Rot ziemlich auf Kavallerie fokussiert ist und. Ja, ich nicht so wirklich viel Chance habe. Jetzt habe ich lieber die. Ah, nee, doch nicht. Habe ich doch noch nicht gemacht. Nee, ich hatte noch nicht genug frei dafür. Ich will mir jetzt die schöne Schule hier kaufen, damit meine ganzen Janitschare um 20% billiger sind. Was verdammt stark ist. Ich weiß nicht, ob auch Aufwertungen dafür eingeschlossen sind. Ich glaube leider nicht. Naja. Man sieht gerade schon, eine Fabrik steht bei mir wieder auf Gold.
Was ich gerade nicht nachvollziehen kann, weil ich sowieso schon 4000 Gold fast habe. Und ich sollte eigentlich eine Fabrik zumindest auf Holz stellen, damit ich auch mal ein paar Häuser bauen kann, wieder jetzt. Oder eine Geschützgießerei zumindest, um dann auch Geschütze zu bauen. Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht mache. Aber ich weiß, dass ich mittlerweile mit den Punkten schon besser bin als beide von denen. So, langsam ist dieser mittlere Teil schon vorbei, in dem ich es ziemlich schlecht noch schaffe, in der Wirtschaft mich aufrechtzuerhalten. Man sieht gerade schon, Vincent wird auch da unten wieder angegriffen. Ich wäre natürlich zu Hilfe allen wieder, die sind schon unterwegs. Sieht man, sonst Kürassiere, Vincent kann also mit seinen Cazadores nicht so viel machen. So, der braucht prinzipiell meine Jänschare, weil er sich eigentlich auf Plängler spezialisieren wollte und nicht auf Musketiere. Aber weil ich mittlerweile Wachjänschare habe und die Kürassiere erst Veteranen sind, die sind ja beide noch im dritten Age, kann ich die ziemlich gut vertreiben. Und ich bleibe jetzt auch erstmal bei Vincent, oder? Nee, ich bleibe gar nicht bei Vincent. Quatsch, was arbeite ich da? Man sieht auch, dass der Rote ziemlich gerade versucht, sich irgendwie aufrechtzuerhalten und Armee ausbildet. Deswegen hat er nicht mal mehr 200 Punkte. Wir haben beide über 300 Punkte und unsere Wirtschaft, ja, wohl glaube ich schon quasi dadurch, dass wir beiden Fabriken haben und die Gegner nicht, schon relativ entschieden und das Spiel wurde dadurch auch schon ziemlich zu unseren Gunsten gekippt. Ich versuche jetzt noch das Upgrade gleich rauszuhauen, damit ich mehr Siedler machen kann. Man sieht ja, meine Siedler werden nicht weiter produziert. Das wird sich aber gleich auch ändern und natürlich werde ich auch noch weiter gerade Häuser bauen, damit ich noch mehr Armee ausbilden kann. Mittlerweile sind es schon 50 Wachjanitschare an der Zahl, was nicht schlecht ist. Und ich habe auch genug Gold, glaube ich, bis zu meinem Lebensende. Ins fünfte Age muss ich gar nicht erst gehen. Man sieht ja auch, das Spiel ist auch schon gleich zu Ende. Also es lohnt sich nicht wirklich jetzt schon ins fünfte Age zu gehen, für mich zumindest. Und ich werde auch gerade angegriffen, aber Veteranen Musketiere können nichts gegen Janitschare machen, weil Janitschare einfach, erstens sind meine Janitschare auf wach aufgerüstet und zweitens sind sie generell schon stärker als Musketiere. Das bedeutet, ich mache hier bescheiden wenig Verluste und mein Gegner steckt ziemlich stark ein. So, man sieht jetzt ja auch, dass ich gerade die Gegenoffensive ergreife. Ich hoffe einfach mal, dass der Gegner da nicht so viel gegen machen kann oder dem nicht so viel entgegensetzen hat. Sein Angriff ist ja schon gut abgewehrt und ja, Rot hat jetzt auch schon mittlerweile aufgegeben. Er hat gemerkt, dass es sehr sinnlos ist, deswegen will Vincent seinen Kurs auch ändern und Gelb attackieren. Ich hole mir jetzt einfach zwei große Bombarden. Ist jetzt eigentlich schon quasi entschieden. Wir können jetzt da reinrennen. Da stehen noch die Siedler von Rot rum. Wollte ich erst noch fehlerhaft eigentlich töten, aber hat sich nicht gelohnt. Da ist zwar ein Vor, aber spätestens, wenn meine Bombarden da sind, ist der Vor eh nichts mehr. Naja, er schreibt schon Geilo. Das Spiel ist entschieden. Er hat zwar jetzt geschafft, noch ins nächste Age zu gehen, ich würde sagen, auch schon gut gespielt, aber war jetzt halt irgendwie, er war vorhersehbar. Ich hoffe, euch hat diese Art von Kommentar gefallen. Es ist etwas kürzer, weil ich ein bisschen mehr geschnitten habe, wie gesagt. Wenn es euch gefällt, könnt ihr es auch gerne in die Kommentare schreiben. Wenn nicht, dann lasst es bleiben oder schreibt, was wir vielleicht noch verbessern können. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin, ciao!